So. Da ist irgendwas, Leute. Da könnte ich hin. Wahrscheinlich runter. Ich gehe mal geradeaus weiter. Ich hoffe, es gibt ja eine Möglichkeit, die Ventile irgendwann mal abzuschalten oder so. Okay. Ich höre meinen Charakter ständig atmen, Leute. Okay, da geht es runter. Da auch. Ich habe keine Ahnung, was du bist, aber du scheinst nicht viel auszuhalten. Verkrüppelter. Ich habe den Pfeil immer noch. Wieder ein Verkrüppelter. Jetzt habe ich den Fall nicht mehr. So, da war noch ein zweiter. Der ist hinüber. Ich habe nicht die ganze Zeit schnaufen gehört, Leute. Ich habe diese Verkrüppelten die ganze Zeit schnaufen gehört. Was zum... Okay, da muss ich wohl näher hin. So, hatte ich hier nicht auch irgendwo einen? Einer?
Hier einer. Und noch einer. Wow! Den hatte ich gar nicht gesehen. Der hatte keinen Schatten. Also das sind die, die ständig hier Geräusche machen. Und die ich ständig atmen hörte. Also offenbar spawnen die auch einfach. Ich habe es gerade gesehen, Leute, die spawnen nicht einfach. Da lag was am Boden und die sind wurden wiederbelebt. Ähnlich wie es mit den Riesenhöhlengräbern war. Die lagen ja auch erst tot am Boden und dann wurden sie wiederbelebt. Das heißt, die ganzen Geräusche, die ich vorhin hörte, Leute, da bin ich wahrscheinlich da oben hier einfach die ganze Zeit herumgerannt und über die Leichen drüber, sodass sie wiederbelebt wurden. Ich versuche mal mit Licht zu schleichen, Leute. Zumindest solange wir da drunter sind, sollten keine neuen Gegner kommen. Ja toll, aber der Felsen ist auch hier unten. Okay, schleichen wir wieder ohne Licht. Und gehen jetzt mal hier rein. Wo wir noch nicht gewesen sein konnten. Wo ich feststecke, wo jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit Gegner wiederbelebt werden. Die Sicht hier drin ist echt blöd, Leute. Schleichen hat sich auf 66 verbessert, das gefällt mir dann doch schon sehr gut. Okay, also wir haben das hier alles erkundet, Leute. Jetzt geht es hier weiter. Und da kann man übrigens einfach rausfallen, offenbar. Ja, also hier wurde eine Wand vergessen. Ziemlich blöd. Okay, gehen wir weiter.
Die sind ganz schön blöd, diese Dinger, Leute. Da liegt auch einer. Seht ihr es? Da in der Mitte. Die werde ich jetzt wiederbeleben. Daneben. Okay, gehen wir mal weiter. Da liegt einer. Beleben wir ihn wieder. Kann ich hier zu dem da durchschießen? Ja. Den werden wir später looten. Schleichen hat sich auf 67 verbessert. Da kommt wahrscheinlich sowieso gleich wieder einer. Da liegt noch ein oder zwei. Einer müsste da jetzt doch sein. So, vielleicht doch einer, aber ich glaube nicht. Und nachdem habe ich noch zwei zu looten. Noch einer. Die liegen genau übereinander. Ah, ich habe ihn. Ich hänge fest. Bin ich an dieser blöden Säule festgehangen. Naja. So, den könnten wir von hier aus erwischen. Ich glaube, er hat uns sogar gesehen. Ja, hat er. Mal sehen, ob sich da auch wieder etwas wiederbelebt. Ja. Nein, den hatten wir schon getötet. Eine AK-Rune! Die machen wir jetzt hier gleich, Leute. Gespeichert habe ich. AK. Wir brauchen alles außer Schnelligkeit. Und natürlich
hatte sie keinen Effekt. So, ich speichere jetzt, nachdem ich sie nochmal platziert habe. Dann muss ich das nicht jedes Mal machen. Intelligenter! 78 Punkte, juhu! Das finde ich gut, dass sie die Intelligenz erwischt hat. Das ist ja einer von denen, wo wir sowieso nicht allzu weit sind. Noch nicht zumindest. So. Da liegt einer. Da vorne liegt noch einer, aber das könnte der sein, den wir schon getötet hatten. Und den da vorne werde ich jetzt auch erschießen. Das ist nicht gut. Der kriegt die harten Pfeile. Ich glaube, der hängt da fest. Oh, jetzt kommt er. Jetzt hat sich auf 84 Punkte verbessert. Kurz zwischenspeichern. Ich hoffe, er kommt nicht plötzlich da irgendwo durch. Da hinten habe ich ihn gerade gesehen. Der hängt da. Der hängt wieder da, wo er vorhin war. Zum Glück regeneriert der sich nicht, Leute. Das gefällt mir. Hat er sich gerade teleportiert? Er war direkt vor mir und auf einmal war er wieder da hinten. Nee, halbes Leben ist schon weg. Oh oh. Oh oh. Ich kann seinen Namen lesen, das gefällt mir gar nicht. Das ist mir definitiv zu nah.
frage mich, wie viele Pfeile wir noch haben. Ob die für ihn reichen. Er wäre ja fast besiegt. Wow. Sie haben nicht gereicht. Wow, ich habe keine 400 Kilo mehr, Leute. Ach stimmt, das waren ja auch... Die haben ja auch ein halbes Kilo pro Pfeil gewogen. Wir haben es geschafft. Okay, wer bist du? König von Orgrad. Er hat die merkwürdige Dwemer-Waffe, Langwaffe einhändig. Immer 15 Punkte Schaden bzw. 12 bei Schlag. Okay, die sollten wir jetzt aufheben. Ein Heiltrank, sehr schön. Eine AK-Rune, ja, können wir gleich machen. 126 Gold und 12 Goldbarren.